Ich will mit euch Gas geben! Dass wir Hans dich jetzt einmal herzlich willkommen heißen. Wie viele Kilometer läufst du heute? Ich laufe heute nur in die kleine Strecke, okay, weil ich noch für Fisherman Friends Dreharbeiten habe. Okay. Da können die Leute auch ganz gespannt drauf sein. Ja. Werden, glaube ich, coole Aufnahmen geben und deswegen nur die kleine Runde. Aber trotzdem, die kleine Runde ist ja auch anstrengend. Ist es denn so, wenn ich dir jetzt überlege, ein Fußballer läuft die kleine Runde, würde ich sagen, der macht das mal eben einfach so. Ist es denn so einfach oder würdest du sagen, ist nochmal eine ganz andere Herausforderung? Ja, das Problem ist ja, erstens, es ist eine ganz andere Herausforderung. Beim Fußball läufst du nicht so die 6 Kilometer einfach nur gerade, läufst ja kurze Sprintest du, hast du deine Pausen und alles. Aber es ist ja nochmal anders. Ich bin jetzt 42, habe 7 Jahre schon mit Profifußball aufgehört und dann trainiert man ja nicht mehr so wie damals. Wenn ich damals sage, wenn ich mal laufe, dann ist man ja ganz anders fit. Man muss sich also doch darauf vorbereiten und trainieren für sowas und das habe ich getan. Aber nochmal, so einen normalen oder Hindernislauf oder normalen Lauf kann man nicht vergleichen wie beim Fußballer, der trainiert oder 90 Minuten spielt. Einfach crazy. Du musst das bisschen ausblenden, das Ganze. Das geht natürlich nicht ganz. Und du stehst dann auf dem Platz, bist dann voll in deinem Tunnel, fokussiert, bereit, maximale Leistung abzurufen und mit deiner Mannschaft, aber auch alleine. Und diese Fokussierung bist du schon aber auch schon viel früher vor dem Spiel bei deinen Trainingseinheiten auch schon durchgegangen. Und jetzt ist dieser Moment einfach gekommen, der jetzt auch da ist, wo du da stehst und wirklich fokussiert bist im Kopf, bereit bist, sagst, gewinnen wir das Spiel, wir werden das Spiel gewinnen, ich will das Spiel gewinnen, ich will ein gutes Spiel machen. Das ist dasselbe, wie wenn du jetzt laufen gehen würdest, würdest du sagen, ich will gut laufen, meine Muskulatur soll locker sein, soll nicht verkrampft sein. Und das ist diese Fokussierung einfach darauf. Also dein Thema ist ja jetzt auch die Motivation. Ne? Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du wirklich jeden Tag top motiviert bist, oder? Was ist denn der Trick, wenn du mal so einen Tag hast, so, boah, ich habe keine Lust auf Sport, ich habe keine Zeit und so weiter. Gibt es da irgendeinen Trick oder sowas, den du da anwendest? Ja, was heißt Trick? Ich glaube, es gibt keinen Trick. Natürlich, es gibt, bei jedem ist es so, dass man irgendwann mal kommt eine Phase, wo man keine Lust hat, wo man irgendwie down ist, ob das körperlich ist oder vom Kopf her ist, weil man vielleicht gestresst ist. Einen Tipp gibt es nicht, aber man muss sich dann immer wieder mal vielleicht 5 Minuten nehmen, sich hinsetzen, sich nochmal bewusst werden lassen, was sind meine Ziele, was will ich überhaupt erreichen, und dann entscheiden so, okay, jetzt geht's weiter, weil ich will das erreichen. Wenn ich jetzt Pause mache, dann werde ich nächsten Tag vielleicht wieder nochmal Pause machen und wieder eine Pause machen. Man muss einfach immer gucken, für sich selber, für sich selber sagen, das ist mein Ziel, da will ich hin. Und das geht nur, indem ich meinen Arsch bewege, hochkomme und sage, auch wenn ich kaputt bin. Ich glaube, in den Phasen, wo du kaputt bist, das sind die wichtigsten Phasen, wo du dann auch mehr Kraft für dich holst, besonders beim Läufer. Und ich glaube, man muss einfach seinen Schweinehund überwinden. Es ist immer ein Kampf gegen keinen anderen, keinen Gegner wie im Fußball. Es ist immer gegen dich selbst. Auch bei 2 Grad? Ja, absolut. Bei 2 Grad oder auch 35 Grad. Der Kampf ist gegen dich selber. Ja. Du kämpfst gegen dich selber und du musst gegen dich gewinnen. Und das ist die Herausforderung. Und man sollte nicht sein anderes Ich gewinnen lassen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du Spieler bist und dich dann auf das Spiel vorbereitet, du musst spielen, oder ob du der Coach bist, der die Jungs vorbereitet. Als Spieler fängt das schon viel früher an, wo du oder bis in der Kabine, bis im Spielertunnel, sagen wir, wir haben ein großes Spiel, Schalke gegen Inter Mailand damals, in Inter Mailand
kein Mensch hat auf uns gesetzt und du bist im Tunnel, alle Leute laufen um dich herum und du musst dich fokussieren. Du atmest, glaube ich, auch mal tief durch, weil du weißt, gleich geht's los. Wir stehen da, du bist in dich, gehst das ganze Spiel auch nochmal durch. Wie wollen wir das Spiel gehen? Wie will ich persönlich das Spiel angehen? Wie viele Zweikämpfe will ich gewinnen? Vielen lieben Dank. Bitteschön. Mach's gut, viel Spaß. Ne? Euch auch.